Augen auf bei der Auswahl und Auslegung von Kupplungen. Fluid zeigt die drei größten Fehler. Erstens, Kupplungen sind meist nur von den äußeren Maßen her genormt. Anders sieht es bei der Technik im Inneren aus. Die nämlich definiert jeder Hersteller selbst. Das zeigt sich schon beim Ventilstößel. Um ihn zu bewegen, braucht es bei dieser Kupplung wenig Kraft. Bei der anderen muss man deutlich fester zudrücken. Was augenscheinlich zusammenpasst, kann so leicht zu Problemen führen. Dann nämlich, wenn Kupplungen unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden. Ein Beispiel. Bei Kupplungen unterschiedlicher Hersteller kann es selbst bei 100%igem Verschrauben bis zum Anschlag zum Bruch der Ventiltechnik kommen. Denn sitzt die Feder des Ventils im Inneren nicht auf Block, kann sie anfangen zu schwingen und bricht ab. Bruchstücke können sich im System verteilen und Schäden an Pumpen und Ventilen verursachen. Deshalb gilt, Betreiber von Anlagen sollten Stecker und Muffe möglichst immer paarweise vom gleichen Hersteller tauschen. Zweitens, bei der Auslegung der Kupplung orientieren sich Betreiber gerne an den Außenabmessungen und am Anschlussgewinde. Wichtiger ist aber, passt der Querschnitt meines Schlauches oder Rohrs zum Querschnitt im Inneren meiner Kupplung? Ansonsten drohen Drosselstellen und erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten, was zu Dichtungs- und auch Kavitationsschäden führen kann. Drittens, Staubschutzkappen werden gerne entfernt, wenn sie stören. Staubschutzkappen schützen aber davor, beim Kuppeln Feuchtigkeit und Schmutz ins Hydrauliköl zu ziehen. Damit sie im gekuppelten Zustand nicht stören, einfach die Staubschutzkappen miteinander zusammenschrauben.